Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, es ist unglaublich, was der Vario alles kann, auch im Weichsand. Es ist wirklich alles eine Frage des Reifendrucks. Also ich bin hinten, wo ich ja mein Handicap habe, da bin ich ja ziemlich schwer, bin ich ziemlich tief runter, ich glaube auf 1,8 oder 1,7 sogar, vielleicht mal sogar 1,5, aber nur im Weichsand natürlich und dann wieder hoch. Und dann kommt er auch eine Düne hoch, ja. Aber seht selber, es war unglaublich in dieser Hisma-Wüste. Ich liebe die Wüsten. Es ist einfach nur wunderschön da. In diesem ruhigen Ort haben wir einen super Schlafplatz gehabt. Natürlich ruhig, am Abend noch ein bisschen Kino unter freiem Wüstenhimmel, weil das Internet nur fernab von uns verfügbar war, also mussten wir da hingehen. Und jetzt geht's weiter, wir werden noch ein bisschen durch die Hisma-Wüste kurven. Wunderschöne Landschaft, wirklich schön. Die Faust da vorne. Ach, was haben wir jetzt diese Spalte gesucht, hinter den Sanddünen, da hinten habe ich parkiert, hohe Sanddünen hochfahren und ja, und jetzt endlich haben wir diese Spalte gefunden, die in Google eingetragen ist. War gar nicht so einfach. Das ist die eine Spalte, aber das ist, glaube ich, die Hauptspalte, da kommt man, glaube ich, wieder raus. Eventuell. Okay, die Hunde kommen auch da raus. Aber wir gehen hier raus. Die ist gleich rechts. Diese Höhle hat eben ein paar Ausgänge. Deswegen heißt sie Irrgartenhöhle. So, jetzt gebe ich euch mal einen Rundumblick. Wir sind hier hochgefahren. Da unten hat es Kamele. Oh, da bin ich hoch, der Camper steht gleich hinter der Düne. Ja, nur wegen dieser Spalte, so ist der Mensch heute. Die gleiche Spalte von der anderen Seite. Leider ein Problem in Saudi-Arabien.
Überall nehmen die ihr Picknick mit und lassen den ganzen Abfall liegen. Findet man immer wieder, vor allem im Süden. Hier im Norden ist ein bisschen besser. Ja, auch hier gibt es noch eine kleine Picknickplatz. Also überall scheiß Abfall. Da wo wir campen, räumen wir immer auf. Habe extra ein Staufach eingerichtet für den ganzen Abfall. Da unten ist die Squirrel Cave drin, die Irrgardenhöhle, und das ist die Aussicht hier über diese Wahnsinnslandschaft der Chisma-Wüste. Jetzt versuche ich von da unten hochzufahren, aber nicht hier, da ist viel zu steil, so außen rum und dann da oben übernachten. Die riesige Massandhöhle besichtigen wir jetzt. Die haben wir jetzt endlich gefunden. Da nehme ich euch jetzt mal mit in die Tiefen dieser Felsen. Gibt's ein Loch da oben? Ein Loch. Da ist Beleuchtung von oben. Hier hat es eine kleine Höhle, aber das Schöne ist über der Höhle der Lochbogen. Vor dieser gigantischen Felswand hier steht dieser große Stein und der sieht aus, als ob er doch jeden Moment den Hang hinunterkugeln könnte in die Ebene. Wir haben wieder mal Felszeichnungen gefunden, und zwar genau da an dieser Stelle, an dieser riesigen Wand, und die zeigen wir euch gleich. Wir fahren wieder raus aus der Wüste, weil wir brauchen Wasser nach 4 Tagen. Da ist doch tatsächlich ein Fort, ein Militärkaserne, und da liegt da noch was. Was ist denn das, du? He? Ja, schon Militär, das Tor ist offen. Ja, Tor ist offen. Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis. Oder was auch immer. Also, wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht weiß es jemand von euch. Vielleicht wieder eine Filmkulisse. Die sind, glaube ich, wieder am Abbauen. All die Platten waren mal am Boden für eine Straße oder was. Ja, wir sind da irgendwie in dieses riesige Bauprojekt Neo. Müsst ihr mal googeln. Das ist verrückt, was da gebaut wird. Irgendwie 200 Kilometer langes Gebäude. Ein viereckiger Klotz in die Länge gezogen. Und da ist keine Ahnung, was hier los ist. Ja, der Zufall will es. Wir haben wieder eine Filmkulisse gefunden. Außen so, innen so. Krass. Ich hoffe, ich werde nicht erschossen. Wer kennt den Film? Vielleicht kommt einem da alles ein bisschen bekannt vor. Alles fake. Also, da wurde ein Film gedreht, irgendein Altertumfilm. Das war dann wohl der Zugang vom Herrscher. Ja, ein Movie. Aha,
da geht's raus, aber da Harpunen. Also es muss ein historischer Film gewesen sein. Jetzt kriegen wir noch einen Eintritt in Hollywood-Kulisse. Hier ist ein Schiff, ein Segelschiff. Also, vielleicht ist das eine Piratenstadt. So, noch ein Tempel Attrappe. Und so sieht es dann auf der anderen Seite aus. Also nur Wände. Also, wer kennt den Film von euch? Wer kennt die Kulisse? Muss schon ein paar Jahre her sein, vielleicht ist er noch gar nicht rausgekommen. So, sind wir mal in einem Innenraum. Hier wurde auch gedreht. Gleich an der Hauptstraße in die Hisma-Wüste hinein ist dieser Fels mit Felszeichnungen. Diesmal sind es Hieroglyphen, glaub. Wer das lesen kann, der ist im Vorteil. Viel Spaß. Wir haben eine Felsspalte an unserem Schlafplatz und man kann da durchlaufen, ein Stück weit. Ich hoffe, die Steine bleiben so und verquetschen mich nicht. Die Wölfe sind schon da vorne. Also zwei riesen Steine nebeneinander. Nach 50 Meter sind wir in einer Lichtung, aber man kommt da nicht raus. Ja, das ist mal ein geiler Spalt. Es geht immer weiter und jetzt geht es auf der anderen Seite raus. Das ist eigentlich ein Durchgang durch den Berg, weil der ist ziemlich lang, mehrere Kilometer lang. Und jetzt sind wir fast draußen. Feierabend, da geht es nicht weiter. Außer eine ganz schlanke Persönlichkeit. Ja, man kommt nicht ganz auf die andere Seite. Gut, hast du noch so viel Kraft, dass du das hier packst. Ey. Willst du unbedingt durch? Schau cool. Du? Aha. Und wieder hängt die Katze am Berg und weiß nicht mehr, wie es runter geht. Doch, doch. So geht das mit der Arschrutschtechnik. Kommt man über den Spalt. Immer ein Stückchen weiter mit dem Hintern und irgendwann bis drüben. Die jammert schon. Die sieht schon wieder dich da schwinden und sie muss hier bleiben. Also ich müsste so wieder hoch. Gell, Angie, der will es wieder wissen und du musst hier warten. Ist gut. Ja, ist gut. So, jetzt bist du drin. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Bei Wasser und Brot muss der René in diesem Spalt jetzt verhungern. So, jetzt. So, ich bin rüber. Jetzt sitze ich aber in der Falle. Zurück geht's nicht mehr. Aber hintenrum wieder raus. Und dann mal schauen. Tja, wo ist jetzt das Herrchen hin, hä? Wo ist denn der? Durch den Spalt entschwunden. So, der René hat es ganz durchgeschafft mit Klettern und so weiter, aber wir müssen natürlich mit dem Hund wieder zurück. Also der René ist einmal durch den Berg und jetzt von hinten um den Berg und jetzt gibt es wieder Hundebegrüßung. Also du schaust irgendwie aus wie der einsame, verdurstende Wüstenwanderer da unten.
Hast du noch Kraft? Was hast du jetzt gefunden? Ein Knochen? Der erste Mensch, der durch diese Spalte ist. Echt? Okay. Da ist der Beweis. Ein Urholz. Ein Urholz, okay. Gut. So, ein bisschen guten Morgen schaufeln. Wir sind ja kaum 10 Meter gefahren, schon hängen wir wieder in der Düne fest. Weil René will natürlich oben auf die Düne und dann passiert sowas. Aber ist schon geil hier. Manchmal muss man auch rückwärts fahren, weil es halt die Düne dann da nicht mehr so ganz packt, aber einfach sowas wert. Ja, ein bisschen für den Morgensport auf der Düne. So ist das mit den Männern. Landschaft hier ist einfach mega spektakulär, was die Felsen hier uns alles bieten. Wir sind mal wieder Dünenklettern und folgen dem Sebastian, der mit seinem leichten Fahrzeug natürlich ein bisschen easier hinauffährt. Es gibt einen einfachen Weg, aber er muss es wissen, der Sebastian. Wir sind mit Ihnen jetzt da unterwegs. Wieder. Ja, ich fahre da vorne runter. Immer noch an der gleichen Stelle und da kommt er wieder. Er muss es nochmal wissen. Nochmal die Hörner abstoßen und gleich nochmal runter. Ai. Und alle guten Dinge sind drei. Also nochmal. Und tschüss. Ja, ein paar Meter weiter Weichsand. Wir sind reingefahren und jetzt steht er leider schräg, weil er aus Rutschen anfängt. So, jetzt versucht der Fahrer da mal rauszukommen. Da vorne muss er drauf. Also das Fahrzeug stabilisieren ist wichtig. So, volle Schräglage. Jetzt sind wir zwar weiter, aber noch mehr gerutscht. Also wenn bei der Kamerafrau das Handy wegzuckt, dann hat sie gerade einen Adrenalinkick gehabt. Und das war jetzt irgendwie heftig. Jetzt hoffen wir, dass es geht gut. Geht. Wieder nicht wegrutscht. Bisschen, aber der Sebastian hat jetzt gezogen. Ohne Kraft ist leichter. Oh, bin ich froh. Thank you.
Also, mit gerade rausziehen hat der Sebastian jetzt die Richtung vorgegeben. Der René musste nicht mehr viel Gas geben. Und dadurch war das jetzt eine leichtere Sache, die nicht mehr so viel Nerven gekostet hat. Und weiter geht's durch die Dünen. Unterwegs zum Pfarrhaustump und es ist hier eine super schöne Landschaft, aber Sebastian fährt immer mal wieder quer durch. Tja, was soll man da machen? Ich wäre jetzt der Piste gefolgt, aber er will da vielleicht im Schlamm absaufen. Ja, die Jungen müssen immer wieder ausscheren, extra Runde machen, extra Düne. Ich bleib mal schön auf der Piste. Wüstendurchfahrt. Wir sind immer noch unterwegs. Es staubt, es wird heiß draußen. Mega Schräglage mit dem Bad Moor. Aber nicht stecken geblieben, das ist ja noch mal was. Oh, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Und es rumpelt, trotzdem muss Gas geben. Die Düne ist geschafft, hey, die ging eigentlich gut. Mal wieder ein paar mehr Bäume. Sobald es ein Wadi ist, gibt es da ein bisschen Feuchtigkeit wohl in diesen Tälern. Wir fahren Richtung einer Pharaonenhöhle. So nennt sich das. Und wir pflügen uns da jetzt mal durch Richtung Felswand. So, wir fahren jetzt zum Übernachtungsplatz. Da rechts ein schöner Grasteppich über dem Felsen. Da muss es Wasser haben. Das sieht dann toll aus. Also Korrektur ist natürlich links, aber nicht wichtig. Schön ist es. Wir haben diese Wahnsinnshöhle Pharaos gefunden.
Abendspaziergang führt mich gleich ins Nachbartal. Das ist mindestens ebenso schön. Also hat riesen Felswände. Gigantisch toll. Tja, und am Ende geht es hier eigentlich nicht weiter, aber es findet sich hier sogar Wasser. Das sind in der Wüste die versteckten Wasserquellen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch wie immer und bis bald.